Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shadow of the Colossus. So Leute, heute werden wir weitermachen mit dem siebten Koloss. Und wollen wir doch mal schauen, was uns dort erwartet. Ich muss zugeben, ich habe jetzt schon länger nicht mehr gespielt, weil es mir einfach zu warm war. Und ich, oh, kann die Steuerung nicht mehr. Schauen wir doch mal, ob wir das jetzt doch hinbekommen. Aber ich denke schon. Dann schauen wir doch mal, wo der siebte Koloss ist. So. Wo müssen wir denn hin? Die Richtung, okay. So, ich mache mal das Bildmachgerät an, Leute. Servus. Dann schauen wir doch mal. Boah. Irgendwo in diese Richtung hier. Okay. Ich glaube, wir müssen hier rüber irgendwie, oder? Zeigt mir da hinten lang. Jetzt weiß ich nicht, ob ich hier rüber muss oder nicht. Ja, schauen wir einfach mal. Dann sehen wir schon. Ich glaube, das sind 16 Kolosse. Also knapp die Hälfte haben wir schon. Das geht eigentlich auch relativ fix, muss ich sagen. Also ich denke nicht mehr zu lange. Und dann werden wir das hier auch durchhaben. Und dann geht es auch weiter mit Spider-Man, Leute. Vielleicht kommt auch schon Spider-Man noch parallel. Muss mal schauen. Hier liegen habe ich es auf jeden Fall schon. Hier lang. Ich denke mal, wir müssen dort hinten irgendwo hin. In die Richtung. Das ist echt der Wahnsinn, wenn man da längere Zeit nicht mehr spielt oder vielleicht ein, zwei Wochen oder so, dann kann man die Steuerung schon wieder nicht. Jetzt schauen wir mal hier. Na? Können wir hier nicht beten oder so? Abro. Na. Okay, geht anscheinend nichts, wenn ich voll bin. So, schauen wir doch mal weiter. Okay, ist auf jeden Fall richtig. Ja! 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 Ja!
Müssten wir ganz in der Nähe sein. Müssen wir eigentlich, glaube ich, hier rüber, oder? Hier weiter. Na los, mein Hüterhü. Ja, die Steuerung ist echt ein bisschen schwammig. Okay, und stopp. Ich glaube, wir könnten richtig sein. Gar nichts. Nichts sehe ich. Nichts. Ich glaube, dass ich irgendwie falsch bin. Ich glaube, ich bin hier falsch. Zeig mir in die Richtung dort. Okay, ich schaue jetzt mal hier weiter. Ich glaube, das habe ich hier schon mal irgendwo gesehen. Hier komme ich nicht hoch. Schauen wir mal, ob wir hier hochkommen. Oder bin ich komplett falsch hier?
sagt mir aber, dass ich hier eigentlich richtig wäre, bloß. Irgendwie muss ich den ja triggern. Oder ist es vielleicht noch gar nicht der Gegner, den ich eigentlich brauche? Kann ich aber nichts machen. Nichts kann ich hier machen. Hier geht's wieder runter. Und da hinten bin ich gekommen. Ah, da oben geht's auch noch rein, okay. Gehen wir mal hier oben rein. Wenn ich denn noch hochkomme, heißt's. Ich werde gar nicht hochklettern können, oder? Hier kann ich mich nicht festhalten. Okay. Hier zeigt er mir an, hier die Richtung. Hinten ist doch aber nichts mehr, oder? Wo man weitergehen könnte. Ja. Okay, entweder hier der Gegner kommt hier erst später oder ich bin hier komplett falsch. Ich glaube eher das zweite ist der Fall. Hochgehen. Ich glaube, dass ich hier jetzt noch nicht weiterkomme. Zeig mir in die Richtung an, okay? Aber ich komme doch hier gar nicht weiter. Ich bin komplett falsch. Und hier geht's wieder zurück.
glaube, dass ich komplett falsch bin. Dass hier schon ein Titan ist oder ein Koloss, bloß dass der jetzt noch nicht triggerbar ist. Dass der später kommt. Ich glaube sogar, dass es da eine feste Reihenfolge gibt. Nicht. Aber hier gibt es auch keinen Weg mehr, oder? Wo ist mein Pferd? Zeigt mir schon hier an. Ich verstehe das nicht. Hier unten oder was? Kommt man denn hier runter? Irgendwo? Dort kommt man runter, okay. Was machst du denn? Komm her! Kein Bock mehr, oder was? Ja. Schauen wir mal, ob wir hier runter können. Ja. Ja. Ich denke, dass hier jetzt eine sein wird, irgendwo. Gott, wo soll denn das sein, Mensch? Ja! Ja! Muss ich an dem Berg rumlaufen? Yeah. Sieht fast so aus.
Weite Wege wusste ich gar nicht mehr. Ah, okay. Ich glaube, jetzt sind wir richtig. Und ich glaube, das war das komische Vogelfieder. Wenn ich mich nicht irre. Okay, da hinten ist die Brücke. Schauen wir doch mal. Das kann ich mir gar nicht mehr erinnern. Das ist ein Drehwurm hier, was ist hier los? Muss ich jetzt hier runter oder was? Komplett. Irgendwie muss ich den jetzt triggern, den Hund. Ich weiß bloß nicht wie. Jetzt war mir klar, dass das jetzt hier vorbei ist. Jetzt sind wir gleich im Wasser drin. Haben wir denn doch getriggert? Schauen wir, was das für ein Monster ist. Ach du Scheiße. Okay, wie kriegen wir den? Wir müssen irgendwie schauen, dass der auftaucht oder so. Aber die können ja gar nicht tauchen oder so, oder?
glaube, dass Pfeile uns hier gar nichts bringen. Wasseroberfläche mit Koloss anzulocken. Ja, er kommt. Aber wie komme ich jetzt ran? What the fuck? Ah, da muss ich ran. Ich glaube, ich muss irgendwie auf seinen Schwanz rauf oder so. Er hat den Schwanz, das ist mir schon klar. Ja, mal geben würde hier den blöden Schwanz, komm. Das ist unser Höhlenschwanz und jetzt? Ja, kriegt er, ich kann mich da nicht bewegen auf dem. Oh, das ist belastend, ey.
Ah, sind drei von den Flossen. Okay. Schwimm hoch! Okay. Ey, Frau Piepsch. Ein bisschen nervig jetzt, würde ich sagen. Packen! Oh, was ist denn jetzt? Komm hoch, du komischer Wurm. Nein, warum hält er das? Das verstehe ich nicht. Das haut nicht hin, gescheit. Schwimmen wir mit ihm mit. Keine Chance, der kommt da nicht rauf.
Hackt nicht. Was ist denn jetzt los? Und nimmt der denn den nicht? Ich verstehe das nicht. Ich bin da komplett dran. Der hält sich nicht fest. Keine Ahnung, Leute. Der will mir irgendwie den Schwanz nicht nehmen. Oh, ein Wunder ist geschehen. Ich muss nochmal auftauchen, damit ich die Luft schnappen kann. Da jetzt vorbeikommen. Ich habe jetzt auch gar nichts gesehen, wo man jetzt da einstechen könnte.
Okay, wir haben die zweite Flosse schon mal oder den zweiten Stachel schon mal weg. Wird das Auge sein. Wäre gut, wenn wir den gleich hier packen könnten. Boah, das ist ja lästig, ey. Bald eine Stunde hier die Folge. Schon mal dran, ne? Dann muss man schauen, wie wir da hinten lang kommen. Wie wir das am besten machen. So, wir können da bloß ran, wenn wir wenn das Ding oben ist. Okay, verstehe. Wir müssen ein bisschen warten. Thank you.
Okay, einen Stoß noch. Den muss man haben. Meine Fresse. Meine Fresse. Wellen von Blitzen. Der ist nicht schwer gewesen, aber das ist einfach das Timing, dass man auf den Schwanz raufkommt, weil sie ja auch, ich weiß nicht, irgendwie extrem unübersichtlich war. Und man dann nicht gleich gesehen hatte, wo der rauskommt. So, okay. Schauen wir doch mal, wo wir hin müssen. Ich denke mal, dort hinten hin wieder. Schweift gefangen im Kessel in den Tiefen des Waldes. Ein Schatten, der über die Wand kriecht. Das ist unser nächster Feind, Leute. Und da würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Sorry, dass es heute so lange gedauert hat. Normalerweise dauern die Folgen nicht so lange, aber was wollen wir machen? Läuft halt nicht immer alles nach Plan. Wenn es euch aber trotzdem gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen. Leute, Support, Support, Support. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.